Hua, ich bin Simone Youngborn und herzlich willkommen zu Star Stable. Yo, herzlich willkommen und ich kann mich irgendwie selber nicht ernst nehmen. Ja, herzlich willkommen zu diesem grandiosen Online-Multiplayer-MMORPG Online-Spiel. Habe ich das schon gesagt gehabt? Nee, doch, weiß ich nicht, vielleicht eventuell. Ja, mit Air Angel an meiner Seite, das ist das schwarze Gestüt. Und, hab schon ein bisschen gespielt, also sieht man daran, dass ich schon Level 2 bin und meinem Pferd geht's ziemlich scheiße. Das Level deines Pferdes. Ach so, okay, das muss, braucht was zu essen, braucht was zu trinken, das muss, was weiß ich, gewaschen werden. Das machen wir jetzt einmal mal. Habe ich noch ein paar Sachen? Ich guck grad mal bei I. Ja, okay, gut. Putzen kann ich's einmal. Pflege ist nur an bestimmten Orten möglich. Ja gut, weil da wird die Leistung meines Pferdes beeinträchtigt, wenn ich es nicht gründlich sauber mache und pflege und so weiter. Das kennt man ja wie im echten Leben. Deswegen werde ich hier nochmal von Konrad Mars den oder den weggehen. Ich werde jetzt nochmal in die Stadt reiten. Nach Moorland, oh yeah. Ist das geil. Es ist gerade dunkel, deswegen dementsprechend seht ihr dann auch ein bisschen weniger. Aber wir machen uns jetzt erstmal auf den Weg nach Moorland. Man kann übrigens bei diesem Spiel nur bestimmte Anzahl an Quests, sage ich jetzt einfach mal, machen. Danach muss man, ja, man morgen wiederkommen, sag ich mal. So, gut. Kann ich mein Pferd hier sauber machen und so? Gucken wir mal. Das ist übrigens mein Char, also so sieht die aus. Ja, die Charaktere sind hier nicht besonders hübsch. Nicht die schönsten, die es gibt. Die PC-Grafik lässt eigentlich zu wünschen über. Aber gut, ich werde jetzt erstmal mein Pferd putzen. Bürsten. So, gut. Jetzt geht's dem immerhin schon mal so ein bisschen besser. Ey, die sieht aus wie ich. So. Was zu trinken haben wir auch. Das ist sehr schön. Essen habe ich auch noch für dich. Yummy, yummy, yummy. Jetzt muss ich nur noch ein bisschen kratzen. Ja, die tagtägliche Pflege deines Pferdes ist abgeschlossen. Also einmal pro Tag muss es gepflegt werden. Warum machst du so eine scheiß Laune? Was ist denn los mit dir? Du dummes Pferd. Welches Level ist die denn? Alter, die ein krasses Pferd. Level 12. Also man steigt hier nicht so schnell Level, habe ich so das Gefühl. Ich bin gerade Level 2. Schon ordentlich Quests eigentlich gemacht gehabt. Hab das mal mit Nibiru zusammengezockt gehabt, weil ich habe gesagt, er soll es unbedingt mal spielen. So, hier haben wir jetzt eine neue Quest. Bei May. Die kann man nur einmal pro Tag machen. Hier diese blauen. Das sind immer so Rennen oder sowas. Und das sind so die sekundären Quests. Hier kann ich mir Pferde kaufen oder was. Ich möchte ganz gerne mal gucken, wo ich mir jetzt für mein Pferd Essen und sowas holen kann. Das machen wir jetzt erstmal. Ich glaube, das bräuchte es erstmal. Hier kann ich Pferde kaufen. Ich guck mal kurz nach. Oder was ist das jetzt hier? Es lädt. Also ich denke mal für... Ja, für so... Für Mädchen und für etwas Jüngeres. Das Spiel auf jeden Fall perfekt. Kann man... Ja. Also ich denke mal, wenn ich jetzt Mädchen wäre und 12 oder so, hätte ich auf jeden Fall Bock mit dem Spiel. Gerade auch, weil es um Pferde geht. Ich muss Starreiter sein, um da irgendwie Befugnis drüber zu bekommen. Benutze Eimer. Hier kann ich schon mal... Das ist doch schon mal gut. Hier kann ich... Genau. Hier könnte ich... meinen Eimer auffüllen. Sprich, wir können den dann öfter mal benutzen. Geht aber nur dreimal. Gut, dann haben wir schon mal das herausgefunden. Das ist doch sehr gut. Jetzt wird es mal ein bisschen schlauer. Was kann man denn hier noch im Stall machen? Was ist denn das hier? Starthilfe, sortiere die Pferde. Meine Pferde, Aussehen ändern... Ach so, das ist so, ja, weiß ich nicht, so die Hauptfunkzentrale, wo man alles Mögliche machen kann. Wenn man denn die Pferde hat, dann kann man die hier unterbringen. Dreh dich mal. Ja. Gut, ich habe ja leider nur meinen Air Angel, brauche noch ein bisschen Geld für dann ein neues. Aber Essen gibt's hier nicht, ne? Oder was ist denn das hier? Hier geht's wieder raus, ne? Gut, dann steigen wir mal wieder auf. Warum geht's dir denn so schlecht, mein liebes Pferdchen? Warum ist... Was ist denn los mit dir? So, raus.
Es ist gerade hier dunkel, weil es im echten Leben auch dunkel ist. Was kann ich denn noch machen? Ich wollte euch jetzt mal so ein bisschen Moorland zeigen. Na, hopp, schneller. Hallo, Simone. Hallo. Ich heiße übrigens im echten Leben Simon, deswegen passt das eigentlich so her. Fand ich eigentlich ganz cool, dass es den Namen im weiblichen Zustand auch gibt. So, Postfach. Da ist nichts für mich. Warum blinkt die Scheiße? Und das sind tatsächlich alles Spieler hier. Alle echte Spieler. Ja. Und, ja, hier kann man dann die Quest, sag ich mal, machen. Kennt man ja. Müsst halt immer dann einen Tag warten, wenn ihr was gemacht habt. Was ist denn das hier? Das ist ein Rennen machen oder was? Ich sag mal, in der ersten Stunde, wo ich das gespielt habe, fand ich das jetzt nicht so geil. Aber wenn man da irgendwie, sag ich mal, YouTube-Videos von schaut, ist das eigentlich schon ganz cool. Und irgendwie, ich weiß nicht warum. Hält mich für einen behinderten Spacken, aber irgendwie mag ich das Spiel. Da bin ich bestimmt der einzige Junge, der das mag. Oh, ist ganz cool. Ist gemütlich. Hier hat doch irgendwas geblinkt gerade. Mal gucken, wie lange ich das jetzt aufnehme, dass ich das nicht zu überstrapaziere. Aber sonst gibt's hier nicht mehr viel, ne? Sonst gibt's hier nichts mehr. Hier ist ein Brunnen. Da kann ich auch mein Wasser auffüllen. Das geht wohl mehrmals. Hier bei den Coins kann man sich dann Items kaufen. Ja. Ich an meiner Stelle jetzt nicht, weil man das jetzt nur mit Premium kann. Das kann man sich kaufen, aber ich kaufe nicht gern Sachen in Spielen. Was ist das? Mit seinen eigenen Reitclub gründen. Okay. Ja, holt euch das Spiel mal, wenn ihr Bock habt. Ach, hier kann man auch noch was kaufen. Kann sich hier auch als Freund adden und so. Hier kannst du dir tatsächlich auch Essen holen. Standardzügel. Hab ich die denn schon? Irgendwo konnte man meines Erachtens nach sein Inventar öffnen. Genau. Schilling hast du so. Das, davon kaufe ich mir jetzt einfach mal hier so ein Heu. Ahoi. Da haben wir leider kein Geld mehr für einen Zügel. Aber den habe ich, glaube ich, eh schon. Den Standardzügel. Auf C kann man das machen. Anfängerrüstung. Anfänger. Ah, nee, aber Zügel habe ich noch nicht. Siehste? Muss ich mir den irgendwann mal kaufen, gell? Und wäre das dran gekommen, hätte ich das Let's Play, sage ich jetzt einfach mal, wird irgendwann später nochmal kommen. Ich habe da voll Bock drauf. Einfach, ja, weil es cool ist. Und wenn, das stelle mir das immer so witzig vor, wenn er da mitzockt und so, dass wir dann zusammen reiten und Quests machen. Das ist schon ganz cool. So, bei dem Spiel kann man auch leider nur reiten. Und, ja, eigentlich so, ja. Du musst Star Rider sein. Ja, man muss für ziemlich viele Sachen Star Rider sein. Und das finde ich ein bisschen blöd. Da muss man, das ist dann immer ein bisschen mehr Pay to Win. Aber na gut. Und die Musik ist entspannt. Kann ich eigentlich voll anfreuen mit dem Spiel. Würde ich das mit Movistar Planet und Hello Kitty Online vergleichen, würde ich das auf jeden Fall bevorzugen, ohne Spaß. So, wir machen jetzt aber mal keine Quests, weil ich glaube, wir sind schon eigentlich ganz gut in der Zeit. Von dem her würde ich mal sagen, Leute, wer ist Level 7? Was schreibt die? Ach so. Hier, da haben wir neue Nachrichten, unten links. Hab neu gemacht, dann geht mal alle raus. Warte, ich schreibe mal kurz, dass ich aufnehme. Sagt mal hallo, YouTube. YouTube. Was soll das denn? Warum ist denn das, warum ist das Ding gepixelt? Oder versperrt? Ja, jetzt, das ist ja mal wohl ein Witz. Also, manche Sachen darfst du hier echt nicht schreiben. Wer will Reiterhof spielen? Das ist ja schon ein bisschen lame.
Naja, gut, Leute. Das sollte erstmal gewesen sein. Ich gebe meinem Pferd jetzt mal was zu trinken. Haben wir noch ein bisschen. Ach, denen geht's echt scheiße. Die Laune ist nicht so spitze. Aber nun gut. Das war Star Stable und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, und dann würde ich mal sagen, danke fürs Zuschauen und Leute, ja, macht's gut. Bis denne. Tschüss.